Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur ersten... What the f... Was war das denn gerade? Hä? Ich habe gerade erst angefangen. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur ersten Folge von Cybermods. Freunde, wir werden heute ein paar Mods ausprobieren. Leider sind wir in der Story noch nicht so krass weit. Seht ihr oben an meiner Lebensanzeige, ich habe nicht so viel Leben. Deswegen werden wir heute ein paar entspanntere Mods austesten. Aber ab Folge 2 werden wir auf jeden Fall krassere Mods austesten. Aber heute machen wir zwei Mods, nämlich... Die Third-Person-Mods, die könnt ihr auf Nexus runterladen. By the way, für alle, die die Mods selber möchten, ich werde die Links der Mods in die Beschreibung packen. Dann könnt ihr quasi auf Nexus die Mods runterladen. Pipapo, da ist auch immer eine Beschreibung dran. Also eigentlich super easy. Könnt ihr auf jeden Fall machen. Gleichzeitig gibt es aber auch noch die Metro-Mods. Die werden wir heute auch austesten. Das war eine Sache, auf die ich unbedingt wollte. Sehr, sehr dringend, weil ich finde, so eine Metro ist das, was fehlt in dem Spiel. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch erstmal mit der Metro an. So, und zwar haben wir auf der Karte die Metros markiert. Hier zum Beispiel ist eine, hier ist eine. Und da ist eine, da ist eine. Ich glaube aber, dass die nur durch die erste Stadt geht oder so. Also auf jeden Fall habe ich hier, obwohl ich es freigeschaltet habe, noch jedenfalls keine anderen Metros freigeschaltet. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier zur Allison Street. Und dann legen wir da los. Ich glaube, wir müssen da hoch, oder? Ja, klar müssen wir da hoch. Wir müssen da hoch, wir müssen da hoch. Das heißt, wir werden unser super Auto verlieren. Leider, tut mir leid. I love you. So, und zwar können wir eigentlich nicht da rein. Aber seht ihr? Jetzt können wir das machen. Da steht nämlich Enter N-Card Station mit F. Machen wir mal. Ah, mit so einem coolen Glitch-Effekt sogar. Mega nice. Also da ist auf jeden Fall schon ein bisschen Mühe drin. Fahrstuhl, sehr cool. Glitch-Effekt. Ach geil, hier ist sogar so eine richtige Station. Also ich dachte, wir würden jetzt direkt im Zug spawnen oder so. Aber keine NPCs, wie ich gerade sehe. Ist immer nicht schlimm. Also das ist trotzdem ziemlich cool. Wie komme ich jetzt zum Zug? Ah, achso, wir sind schon draußen. Okay. Yo, wie geil. Ich muss sagen, ich bin gerade so ein bisschen am Zittern, ne? Enter Train. Wie cool. Ah, okay. Und mit Q können wir in die First-Person-Sicht wechseln. Dann können wir quasi so gucken. Boah, das ist echt cool. Es ist vor allem sehr realistisch gemacht. Es ist im Zug drin. Der Sound ist so ein bisschen muffled, also so ein bisschen leiser auch, so ein bisschen runtergedreht. Also super. Da ist auf jeden Fall mehr Mühe drin, als man denkt. Schauen wir uns jetzt mal das alles aus der Third Person tatsächlich an. Boah, das ist so cool. Okay, hier haben wir noch eine Train Station jetzt quasi. Wo sind wir auf der Karte jetzt? Ah, okay, wir bleiben, glaube ich, auch in diesem ersten Areal. Das ist aber in Ordnung. Also Hauptsache, wir haben dieses Zugsystem. Takemura, nicht jetzt! Nein, ich kann nicht reden, hör auf! Leg auf! Takemura! Ich bin gerade in einem Mod-Test! Okay, na gut. Warte, wo fahren wir gerade hin? Ah, siehst du? Wir fahren doch außerhalb der Stadt. Also hier werden die Metrosysteme nicht angezeigt, warum auch immer. Aber wir fahren außerhalb der Stadt. Ne? Guck mal, wir sind nicht mehr hier, wir fahren jetzt hier rüber. Okay, das war so meine Sorge, aber das scheint zu funktionieren. Boah, das ist aber schon ziemlich cool, ne? Also ich feiere diese Mod. Das ist etwas, was ich wirklich dringend wollte. Also klar, so, es bringt gameplay-technisch nicht viel. Und der hält hier sogar. Okay, also es gibt hier Stationen. Die gibt es hier. Das ist so cool. Warum ruft mich ständig Leute an? Seht ihr, hier ist nochmal so ein Punkt. Das ist echt cool. Also leider sind die hier nicht markiert. Das ist ein bisschen schade. Genau, das sind nur Übergabeorte. Aber trotzdem fährt der hier durch, ne? Das ist sehr geil. Ey, das sieht so nice aus, ne? Ich freue mich halt wie so ein kleines Kind, wirklich. Es ist super nice gemacht. Ah, da sieht man, guck mal. So hat der Modder das gemacht. Sekunde mal, was ist, wenn ich... Oh, das ist aber echt interessant gemacht. Also, in der Third Person sind wir quasi auf einem Motorrad. Warte, wenn der... Da, seht ihr das? So hat der Modder das quasi so gedeichselt. Da ist ein Motorrad drin. Aber in der First Person haben wir eine ganz normale Haltung. Das ist echt gut gemacht worden. Boah, es sieht so nice aus, Alter. Richtig, richtig schön. Richtig schön. Also Change My Mind, das ist eine sehr gute Mod. Change My Mind ist eine sehr gute Mod. We'll be right back.
So, es gibt noch eine Mod, Leute, die wir heute austesten werden. Und das ist die Third-Person-Mod. Ich habe auch schon ein Hotkey gesetzt, nämlich ein mächtiges Komma. Dann sehen wir so aus. Also eigentlich ändert sich kaum... Oh mein Gott! What the fuck? Aber darum geht es gar nicht. Nämlich können wir hier rauszoomen. Das sieht so komisch aus. Da. Also aus irgendeinem Grund sind meine Schulter... Ah, guck mal, wie das aussieht. Das sieht so komisch aus. Aber immerhin können wir im Third Person laufen. Das ist schon mal ein riesen Plus. Wie sieht das... Ah, guck mal, also die Sprunganimation ist ziemlich geil. Also da habe ich nichts gegen. Wie sieht es im Sprint aus? Warte. Ja, geil, okay. Das ist wirklich cool. Das kann man machen. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich... Warte mal ganz kurz. Was ist das denn? Der Hintern. Wie? Oh mein Gott, ich bin ein vergebener Mann. Hör auf. Boah, die hat keine Wirbelsäule, die Frau. Aua. Es tut ja richtig weh beim Zusehen. Was mich interessieren würde, wie... Boah, das sieht aber schon cool aus, ne? Ich will gucken, wie das Klettern aussieht. Ah, okay. Also wir kommen dann wieder. Das ist nicht die First-Person-Sicht, seht ihr? Wir sind immer noch im Third-Person quasi. Aber wir kommen dann... Ich glaube, weil wir... Sekunde mal. Testen wir das mal kurz. Genau. Weil wir mit etwas kollidieren und wir können nicht hinter die Textur... Oder hinter das Objekt, was auch immer hier gerade erkannt wird. Und deswegen wird die Kamera dann korrigiert. Das ist halt, damit wir nicht da rausglitschen mit der Kamera. Hier? Na, Mann. Ah, da, siehst du? Okay. Ist jetzt nicht die sauberste Animation, aber ihr müsst bedenken, das Spiel ist auch... es hat ja keine Third-Person-Animation an sich. Ne? Also die Animationen, die ihr gerade seht, das sind alles First-Person-Animationen. Oh, ich sehe gerade, meine Schultern sind korrigiert. Also hier... man konnte ja gerade die Haut sehen und alles. Ist gerade alles korrigiert. Kann man da hoch? Nee. Irgendwas zum Klettern. Ja, siehst du? Okay. Das sieht aber voll in Ordnung aus. Also dafür, dass es eine Mod ist, es gibt ja keine extra Animation fürs Klettern. Das ist schon, das ist voll in Ordnung so. Ich finde vor allem cool, wie die Haare, seht ihr das? Also wie die Haare so rauf und runter ständig so flattern. Also das ist, ich denke mal, alles in-game. Das hat der Modder nicht gemacht, aber trotzdem ist es cool, dass es halt so ist. Also so kann man auf jeden Fall spielen. Das ist vollkommen in Ordnung. Also so Night City zu erkunden, fände ich schon ziemlich cool. Ich finde diese Laufanimation echt cool. Also die Sprintanimation ist ein bisschen hakelig, sieht man ja. Die Schultern sind sehr breit. Aber das, dafür gibt es wahrscheinlich eine Mod. Da werden wir gleich mal reinschauen. Aber ja, ich finde, das sieht wirklich cool aus. Also das im Third Person, das muss ich schon sagen, das gefällt mir schon eher. So zu erkunden macht mir deutlich mehr Spaß. Ah, hier können wir das gut austesten. Okay, hier haben wir. Ja, okay. Hier. Okay, es ist quasi immer das Gleiche. Aber ich finde das vollkommen in Ordnung. Oh mein Gott, was war das denn gerade? Ah! Ah, die Wirbelsäule. Das sieht so schmerzhaft aus. So. Das finde ich aber vollkommen in Ordnung. Was war eine Sekunde mal, die Hose gerade. Ist die gerade geglitscht? Ah, okay, die Hose. Die Hose verschwindet beim Klettern. Guck mal. Und nochmal. Das ist geil. Anyway, es gibt noch eine andere Mod. Nämlich... Es gibt nämlich die Spawn Zero Arms Correction for TPP Mods und damit könnt ihr ja auch sehen, auf den Bildern gerade werden die Schultern ein bisschen korrigiert. Das laden wir uns auf jeden Fall mal runter. So, die Mod ist jetzt installiert, also die Korrektur-Mod. Mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Let's go. So, das ist natürlich normal, dass wir noch rauszoomen müssen. What the fuck? Ach so, das ist, weil ich gerade... Ich muss die Waffe wegmachen. Ist die Schulter korrigiert? Das sieht mir irgendwie sogar... Also wenn ich laufe... Wie sieht das aus? Warte mal ganz kurz. Erstmal machen wir unarmed. Wir schauen uns das gleich mal im Detail an. Das sieht sehr interessant aus. Okay, also so laufen. Laufen sieht besser aus. Definitiv. Ich sehe einen Unterschied. Aber stehen... Also die Schultern sind so ein bisschen saggy. Hat sich da überhaupt was geändert? Ich glaube schon, ne? Also so ganz, ganz wenig. Aber ich bin mir sehr unsicher gerade. Die Mod habe ich... Was war das? Was war das? Was war das denn gerade? Schaut mal die Hüfte. Nochmal. Ich werde jetzt immer so rumlaufen. Ist mir scheißegal. Ich mache den ganzen Storyrun so. Ich werde jetzt immer so laufen. Das sieht sehr lustig aus. By the way, was mir aufgefallen ist bei der Mod, das ist so ein kleines Problem. Die Person läuft nicht geradeaus. Seht ihr das? Die läuft so ein bisschen nach links. Das ist so ein bisschen nervig. Aber ist ja auch nur eine Kleinigkeit. Also zum Beispiel, ich visiere jetzt mal die Ampel da hinten an. Ne? Also dieses weiße Licht an der Ampel, könnt ihr ja sehen. Ich drücke jetzt nur auf W, also nach vorne. Guck mal, wo die hinläuft. Oh, pass auf.
Seht ihr? Also die rennt halt nicht nach vorne, ist ein bisschen schade. Aber das kann man ja ertragen. Also ich würde das sowieso nur zum Erkunden benutzen und nichts anderes. Ja, was wir gerade gesehen haben, was mich gerade sehr interessiert hat. Oh mein Gott. Was ist mit den Armen los? Was ist das denn? What the fuck? Also ich ziel gerade mit der Waffe, deswegen ist das gerade... What the fuck ist das? Einfach zwei Wies. Holy moly. Pistole? Oh mein Gott. Die sieht einfach aus wie so eine Eistüte. Der Kopf. Guck mal, der Nahkampf. Das sieht so lustig aus. Aber zur Verteidigung des Modders muss ich hier... Oh mein Gott. Irgendwer will Stress. Wer will Stress von euch? Wer schießt hier gerade? Seid ihr sicher? Habt ihr keine Angst vor mir? Wollt ihr wirklich Stress mit so einem Menschen haben? Zur Verteidigung des Modders aber. Third Person und Waffen gleichzeitig gab es nicht. Das kann man nämlich hier. Hier, Weapon Override. Activate First Person Camera when equipping Weapon. Das war früher immer so. Und der Modder hat jetzt quasi erlaubt, dass man auch eine normale... Third-Person-Sicht hat, wenn man Waffen benutzt. Aber ja, das sieht dann halt so aus, ne? Es glitscht ein bisschen. Aber ich mag es wirklich, also so zu... Oh, das war cool. Nochmal. Geil. Ohne Sprint? Okay. Also klar, es ist ein bisschen... man sieht, es ist ein bisschen... Wie sagt man? Die Körperteile, die ziehen so ein bisschen... Seht ihr? Die Körperteile, die ziehen so ein bisschen in Länge. Aber, wie gesagt, das sind alles First-Person-Animationen. Und die sehen wir gerade von außerhalb. Das ist trotzdem, ich finde, das ist eine sehr gute Mod. Also die zum Erkunden, die würde ich sehr gerne behalten. Einfach mal so. Aber zum Schießen und Krieg führen, I don't know. Virus. Wie das aussieht. Das Laufen, das fällt mir schwer. Weil die rennt ganz so anders hin, als ich möchte. Seht ihr? Weil die schießt auch ganz woanders hin. Boah, ich mag es trotzdem. Also, es sieht witzig aus, I know. Aber die Mod, die ist voll in Ordnung. Ah, seht ihr? So sieht es aus, wenn ich hier mich hochheile. Seht ihr das? Zack. Das ist cool. Okay, ich muss ganz kurz die Mod wieder richten, weil ich laufe gerade in eine ganz andere Richtung, als ich möchte. So, jetzt sind wir wieder in First Person, ganz normal. Also, man kann hier seamless switchen, kein Problem. Man muss dafür keine Mod ausschalten. Dann nochmal so. Okay, ich renne immer noch falsch. Das ist scheiße. Boah, geil. Das sieht wirklich cool aus. Also klar, also wären die Animationen besser, dann wäre das eine sehr, sehr gute Mod. Dann wäre das wirklich eine 10 von 10. Aber ja, guck mal, wie ich aussehe. Ja, also die Kamera, die glitscht. Das ist ein bisschen schade. Eigentlich müsste die... In die richtige Richtung zeigen. Und da sterben wir. Ah, okay. Und so sieht das aus, wenn man stirbt. Interessant, interessant. Ah, ich kann aber auch so zoomen. Cool. Das geht ja so auch. Ah, und dann gehe ich auch dabei. Ah, oh, die Gehanimation ist aber schön, ne? Also, ich kann mal kurz ein bisschen raus. Seht ihr? Also, die Gehanimation, klar, die ist so ein bisschen nach vorne gebeugt, aber das sieht voll okay aus. Also, so durch die Stadt zu gehen, fände ich voll in Ordnung. Das ist schon geil, oder? Also wenn es das gegeben hätte beim Launch schon, das wäre echt geil gewesen. Anyway, liebe Leute, ab der nächsten Folge wird es auf jeden Fall viel krassere Mods geben. Es gibt ein paar Mods, die ich unbedingt austesten wollte. Ich habe mir eine gewaltig große Liste gemacht. Die ist auch gerade neben mir. Wird auf jeden Fall sehr cool. Ich finde diese Mod schon richtig cool. Ich weiß nicht wieso, ich bin in Euphorie irgendwie gerade. Aber die anderen Mods, die werden noch besser. Die werden noch deutlich actionreicher. Es wird noch richtig, richtig krass. Wenn ihr wüsstet, was man hier noch alles machen kann. Anyway, danke fürs Zuschauen. Hiermit verabschiede ich mich und sage ciao, arrivederci, amanakulm und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.